was die Präsentation ist. Es ist ein Exposé der Leute, die sich unchristlich benehmen und doch Christen nennen. Diese Präsentation ist ein Angriff auf die falschen Christen, wie der Name schon sagt, und wird die Kennzeichen des Verhaltens beleuchten, die sicherlich nicht im Einklang mit den christlichen Idealen sind. Dies sind Leute, die sich als Christen darstellen und nach ihrer Vorstellung meinen, dass sie in Anführungsstrichen authentisch sind und doch die Dogmen einer verdrehten und falschen Version des Christentums leben, die komplett konträr zu den echten Idealen und Lehren des echten Christentums sind. Man muss dazu sagen, dass diese Fake-Christen überall in allen Denominationen des sogenannten Christentums zu finden sind. Es ist also gleich, welche Variante man sich ansieht, überall wird man Fakes und Poser sehen. Genau diese Fake-Christen werden die sein, die sich über die Informationen aufregen werden. Und sie sollen sich aufregen, denn sie sind der Grund, warum ich diese Präsentation mache. Ich zeige deren Überheblichkeit auf. Wenn man kein echter Christ in Gedanken, Gefühlen und Handlungen ist, dann wird man womöglich beleidigt sein von einigen, was ich hier heute sage. Wenn du ein sogenannter, in Anführungsstrichen, Christ bist und dich beleidigt fühlst durch diese Präsentation, dann hoffe ich, dass du durch diese Präsentation genug Informationen und Wissen bekommst, um dich und dein Verhalten mit den wahren und authentischen Idealen eines Wesens mit Christusbewusstsein umzuformen. Ich hoffe, ein paar Fake-Christen dazu bewegen zu können, echte Christen zu werden. Wir werden sehen. Ich möchte hier die bloßstellen, die vorgeben, etwas zu sein und in Wahrheit etwas völlig anderes sind. Und das gilt für alle Glaubenssysteme und alle Personentypen. Es geht um die Leute, die sich als Christen präsentieren und doch eine Schlange im Gras sind. Jemand völlig anderes sind, als sie vorgeben zu sein.